Schönen guten Tag, Herr Pieper. Guten Tag, Herr Bayers. Wo ist Ihre Hauptstoßrichtung? Worum geht's? Geht's um Energie? Geht es um Strom? Geht es um worum geht's? Also unsere erste Priorität besteht jetzt mal darin, die deutsche Energiewende, so wie sie praktiziert wird, dass wir die kritisch analysiert haben. Und da haben wir uns jetzt mal in erster Linie nicht mit Mobilität oder Gebäudeenergieversorgung auseinandergesetzt, sondern erstmal mit der Stromerzeugung. Das ist mal der erste Punkt. Weil das ist der größte Brocken und ist auch das komplizierteste Thema. Also wie kann man die deutsche Stromerzeugung, wie kann man die dekarbonisieren? Was kann man da machen? Was sind die aktuellen Wege, die Ideen, die aktuell vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz propagiert und verfolgt werden? Was sind da die Schwachstellen? Also wo gibt es da Probleme mit dem Ansatz? Und wie könnte man denn alternativ das Ganze machen? Es geht ja auch immer darum, nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch die richtige Lösung, sondern man muss ja auch immer die Kosten im Auge behalten. Und so reich ist unser Land ja auch nicht, dass wir also, koste es, was es wolle, jede Maßnahme einfach so umsetzen könnten, sondern wir müssen uns ja auch sehr genau überlegen, wo können wir unsere begrenzten Ressourcen so einsetzen, dass sie global auch wirksam werden. Sie haben von Lösungen gesprochen. Nennen Sie doch mal bitte ein oder zwei. Was schlagen Sie vor? Also grundsätzlich sollte man eben nicht versuchen, von Deutschland aus die Welt zu retten. Das wird nicht gelingen und wird auch nichts bewirken, sondern das wird nur dazu führen, dass wir in Deutschland radikale Maßnahmen umsetzen, so wie es im Moment geplant ist, die uns sehr viel Wohlstand und also in erster Linie die unsere Wirtschaft, unsere Industrie kosten werden. Wir reden ja derzeit sehr viel von der Deindustrialisierung und die ist teilweise auch Folge von den hohen Energiekosten, von der hohen Regulierungsdichte, die wir hier im Land haben. Und das führt ja eigentlich zu nichts. Wenn wir uns selber sozusagen geißeln und dafür sorgen, dass unser Land industriell absteigt, dann nehmen wir uns die Mittel, um auch mit all unseren Talenten vielleicht global noch mehr zu erreichen. Deswegen sollten wir uns sehr genau überlegen, wo können wir wirksam was einsetzen? Bringt es was, jetzt sozusagen ein Haus bis zur letzten Nachkommastelle so energieeffizient wie möglich zu machen? Habe ich da sozusagen meinen Euro so optimal eingesetzt, dass ich maximal CO2 damit spare? Oder gibt es vielleicht eine andere Maßnahme oder viele andere Maßnahmen, die viel wirksamer wären global und mit denen ich mit einem Euro viel mehr erreichen kann? Und Ich das habe ist Sie nach Lösungen gefragt und mal nach gebeten. Also, Lösung. okay, was Also. sind so die Hauptvorschläge, die Sie haben? Also, wir müssen jedenfalls Abstand nehmen von Lösungen, die so teuer sind, dass sie nicht finanzierbar sind und unseren wirtschaftliche Basis nehmen. Ja, das ist ganz wichtig. Und da ist es eben so, dass der Weg, den wir jetzt anstreben, dass wir alles zu 100% mit Solar und Wind machen wollen, dass der eben unendlich teuer wird. Und der wird die Strompreise so weit in die Höhe treiben, dass hier keine Industrie mehr wettbewerbsfähig arbeiten kann. Das heißt, von dieser Idee müssen wir jetzt erstmal Abstand nehmen. Und was wir brauchen stattdessen, was ist die Lösung, ist ein ausgewogeneres Energiemix, was auch andere Energieformen außer Solar und Wind beinhaltet. Und da kommt zum Beispiel das Thema Carbon Capture von Gaskraftwerken mit ins Spiel, was bisher sehr kontrovers diskutiert wurde und auch im Grunde genommen verboten war. Das muss man letztendlich wieder als Technologie muss man das zulassen, weil es Teil der Lösung ist. Dann natürlich ist das Thema Kernenergie ein wichtiges Thema. Da haben wir uns leider komplett von verabschiedet. Der Rest der Welt geht einen anderen Weg. Wir können die Uhr natürlich nicht zurückdrehen, aber wir können schauen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, die bestehenden Kernkraftwerke in Deutschland, die ausgeschaltet wurden, teilweise wieder zu reaktivieren. Glauben Sie, dass es dafür eine politische Mehrheit gibt in absehbarer Zeit? Ich glaube, dass das Thema bis vor einem Jahr noch sehr negativ behaftet war und ich glaube aber, dass sich da was tut, dass man da mittlerweile drüber diskutieren kann, weil man eben erkannt hat, dass es eben nicht nur über Solar- und Windenergie geht, sondern dass man auch andere Energieträger braucht. Wenn man jetzt, ich habe gestern in der Zeitung gelesen, in Amerika hat man jetzt ein Atomkraftwerk wieder in Betrieb genommen, was stillgelegt war, weil Microsoft eben
Stromkapazitäten braucht für Rechenzentren und die wollen auch CO2-neutral werden. Also hat man gesagt, ein altes Atomkraftwerk wird wieder in Betrieb genommen. Also das Thema Atomenergie ist sehr wohl wieder salonfähiger geworden. Und ich gebe ja auch zu, dass es nicht die beste Lösung ist. Aber es ist sozusagen die Lösung des geringsten Übels. Also wir können nicht immer nur sagen, wir müssen das Idealsystem zu jedem Preis einführen. Das wird nicht finanzierbar sein, sondern wir müssen Kompromisslösungen finden. Und da muss man eben auch, genauso wie es wie CO2 ein Problem ist, ist natürlich auch Atommüll ein Problem. Aber es ist vielleicht ein lösbareres Problem als CO2. Also man muss einen Kompromiss aus mehreren Lösungen finden, einen Energiemix bauen, was halbwegs verträglich ist. Und dann muss man auch in Entwicklung investieren. Das haben wir leider in Deutschland in den letzten Jahren total vernachlässigt. Atomenergieforschung war im Grunde genommen, wurde nicht mehr gefördert, ist im Grunde genommen ausgestorben. Andere Länder haben aber an diesem Thema sehr wohl weitergeforscht und weiterentwickelt. Es gibt neue Atomgeneratoren der vierten Generation, die sind wesentlich sicherer und die können auch Atommüll teilweise verarbeiten und die Halbwertszeit des Atommülls wird dadurch wesentlich geringer. Also da gibt es sehr, sehr wohl interessante Entwicklungen und man sollte sich also auch als Deutschland, als Technologieland, als Land der Denker und Ingenieure, sollte man sich nicht grundsätzlich einer Technologie entziehen oder die komplett verweigern. Das wäre falsch, weil es gibt immer Weiterentwicklungen.